Und der Präsident des thüringischen Landesamt für Verfassungsschutz, heißt das so? Ja. Also die Landesbehörde. Ja. Stefan Kramer, der hat schon die erste Drohung ausgesprochen. Wenn die AfD Regierungsverantwortung bekommt, wird er am selben Tag das Land verlassen. Sollten die Bürgerinnen und Bürger sich so entscheiden, dass diese Partei Regierungsverantwortung übernimmt, dann ist das das freie Recht des Wählers. Aber dann habe ich genauso das freie Recht als Bürger dieses Landes zu sagen, da mache ich nicht mehr weiter mit, dann gehe ich. Allerdings heißt das nicht, dass ich bis zum Wahltag nicht alles tun werde, um im Rahmen meiner gesetzlichen Möglichkeiten und Bürgerpflichten mich hier gegen diesen Extremismusangriff zur Wehr zu setzen. Ich meine, das heißt, er sitzt schon auf gepackten Koffern. Ja? Mhm. Also dieser Hang zur Dramatisierung. Wissen Sie, wir haben die Linkspartei geadelt. Wir haben ihr alles vergeben, was die SED angerichtet hat. Und der Weg von der SED zur Linkspartei war viel kürzer als der Weg von der NSDAP zur AfD. Droht uns nicht mit Massenmord. Im Übrigen könnten keine Konzentrationslager heute betrieben werden. Es würde mit dem Klimaschutz kollidieren. Wissen Sie, ich habe auch aufgehört, bestimmte Art von Journalisten als Nutten zu bezeichnen, weil es wäre eine Beleidigung für die Nutten. Ja, das ist, Fakten sind oft makaber. Ja. Man kann daran nicht vorbeigehen. Ja. Und das Land hat sich darin vollkommen verrannt. Vollkommen verrannt. Es geht um die Rettung der Welt, es geht um die Klimarettung, es geht darum, anderen zu zeigen, wie gut wir sind. Wissen Sie, das ist so, als würde ich jetzt, Formel 1 habe ich schon gebraucht, aber sagen wir, ich würde mich als Kandidat für die nächste Versammlung des Konzils im Vatikan ernennen, weil einer meiner Vorfahren hat das schon ziemlich weit gebracht, nicht wahr? Und inzwischen bin ich zu der Überzeugung gekommen, Frau Faeser ist ein Fall für den Verfassungsschutz. Die Art, wie sie mit der Verfassung umgeht, die Art, wie sie neue Tatbestände formuliert, ist eindeutig verfassungsfeindlich. Also verstehen Sie, das ist, wenn Ideologie und Dummheit zusammenkommen, dann wird es wirklich gefährlich. Das ist also schon fast ein Kriegszustand. Sie hat gesagt, man kann schon seine Meinung kundtun, ohne sich gleichzeitig an vielen Orten zu versammeln. Sie können zu Hause sitzen bleiben, sich aufs Sofa hinsetzen. Ja, genau. So. Du hast es bereits. Wenn es eine Person in ein Bruder-Video schafft, dann hat das schon etwas zu bedeuten. In diesem Video möchte ich die neuesten Meldungen zu dem Verfassungsschutzchef in Thüringen, Herr Kramer, sagen. Kein anderer Verfassungsschutzchef wird die Beobachtung der AfD so entscheidend vorantreiben wie er und tut es auch oder hat es schon getan. 2018 war er der erste Verfassungsschutzchef, der einen AfD-Landesverband zum Prüfer erklärte und 2020 der erste, der einen Landesverband als Verdachtsfall einstufte. 2021 war Kramer der erste, der die AfD als gesichert rechtsextrem einstufen ließ. Eine Formulierung, die seitdem die mediale Debatte beherrscht, insbesondere natürlich in den geliebten Tagesthemen. Ja, und nach diesen ganzen Aktionen wundert es natürlich auch nicht, dass sich ein Kramer mittlerweile für ein Verbotsverfahren der AfD ausspricht und der ein oder andere, bestimmt auch eine Nancy Faeser, handeln ihn schon als Nachfolger des nun scheidenden Thomas Haldenwangs als Chef des Verfassungsschutzes. Kramer wurde von den linksgrünen Medien viel gefeiert, durfte behaupten, was er wollte. Er durfte vom braunen Bodensatz sprechen in Bezug zu den AfD-Wählern in Thüringen. Dennoch, ja, ist er in seinem Amt geblieben. Ne? Im Gegensatz zu damals Herr Maaßen, den man ja aus seinem Amt verscheucht hat, nur weil er entsprechend Widerstand geleistet hat gegen die Evidenz eines Antifa-Videos in Chemnitz. Aber gut, das ist ein anderes Thema. Schauen wir jetzt auf Kramer und was dort jetzt rausgekommen ist, weshalb ich überhaupt dieses Video gemacht habe. Vielleicht haben Sie es auch schon mitbekommen. Ich meine, Aktien mit Kopf und so haben da bestimmt schon drüber berichtet. Ne? Es geht um Recherchen von Apollo News, die ja offengelegt haben, dass massive Missstände in seinem Ministerium oder in seiner Behörde dort vorhanden sind. So sei unter anderem der Führungsstil von einem Kramer höchst umstritten und die zentrale Position im Amt, der Referatsleiter Rechts- und Linksextremismus,
ist seit unvorstellbaren 3 Jahren formal nicht besetzt. Ja, muss man sich mal überlegen. Eine Behörde, die dafür verantwortlich ist, Extremismus, verfassungsfeindlichen Extremismus zu bekämpfen und zu erkennen, hat eine wesentliche Position nicht besetzt, die sich eben mit dem Extremismus aus links und rechts zusammensetzt. Wahnsinn, ja. Also intern wird dort einfach nur das Ganze kommissarisch geführt von einer Berufseinsteigerin. Und jetzt fragt man sich natürlich, warum? Warum ist diese Stelle nicht besetzt? Ja, weil niemand, der qualifiziert wäre, diese Stelle einnehmen will. Obwohl man natürlich überdurchschnittliches Gehalt bekommt, ja, dass in der Ausschreibung auch hoch angehoben wurde. Und der Grund dafür, dass dort niemand hin möchte, ist laut Insidern folgender. Niemand hat Bock auf den Jähzorn und die erratischen Anordnungen von einem Kramer. Und es kommt sogar noch krasser, ja, weiter ist intern die Rede von Bedrohung, zurückgehaltenen Akten, rätselhaften Belegen für vermeintlichen Extremismus, Intrigen mit Journalisten und Rockerkontakten nach Russland. Und Kramer lässt auch keinen Zweifel daran, was er will. Ein interner Mitarbeiter hat Apollo News gesteckt, dass Kramer körperliche Gewalt angedroht habe. In einem anderen Fall überzieht er eine Mitarbeiterin mit einem absurden Mobbingverfahren. Zu den Vorwürfen gegen Kramer hat er sich nicht auf Anfrage von Apollo News geäußert. Auch das spricht natürlich irgendwie Bände bzw. für sich. Kommen wir jetzt aber wirklich zu den krassen Sachen, ne? Das Ganze ist jetzt hier, sage ich mal, interner Führungsstil, ne? Natürlich ist es schon klar, wenn man sagt, da hat er körperlich jemand mit Gewalt gedroht und so weiter und so fort. Aber die Sachen, die uns politisch interessieren, jetzt kommen wir mal zu denen. Nämlich Runde 1, die AfD wird Prüffall. Dort wurde das Referat bewusst außen vor gelassen. Und wir kommen jetzt zu Runde 2, was natürlich nochmal relevanter ist. Diese Einstufung, das war ja die erste in ganz Deutschland, dass ein Landesverband als gesichert rechtsextrem eingestuft wurde, die ist auf Basis eines fraglichen Gutachtens geschehen. Ich meine, man musste schon, weil natürlich das ja öffentlich gemacht wurde, dann, dass er dort aus einem Ergänzungsgutachten zitierte, als er das veröffentlicht hat, wo teilweise falsch zitiert wurde und so weiter und so fort. Aber auch intern wurde das Ganze im Vorfeld natürlich schon maßgeblich kritisiert und auch hier war es so, ähnlich wie auch damals bei dem Prüffall, dass man sich intern gar nicht einig war, beziehungsweise es auch gegenteilige Meinungen gab. Ja? Gleich geht es mit dem Video weiter, doch ich möchte an dieser Stelle einmal vielen Dank sagen an alle Kanalmitglieder, welche meine unabhängige journalistische Tätigkeit hier mit einer Anti-GEZ-Gebühr unterstützen. Und ein ganz besonderer Dank geht heraus an Trinkwasserverleih, welcher ja eine Anti-GEZ-Super-Premium-Mitgliedschaft abgeschlossen hat, sowie einem Detlef Horn, welcher sogar Ehrenmitglied von diesem Kanal geworden ist. Vielen, vielen Dank dafür.